Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesundheit Next Level. Die liebe They Call Me Supergirl fragt, auch bei Kreislauf und Haarausfall bei Frauen kannst du eventuell zusätzlich eine Tinktur für die Kopfhaut empfehlen, der die Haarfollikel aktiviert bzw. anregt zu wachsen? Haarausfall ist gestoppt, aber es wächst einfach nichts nach. Ich habe gedacht, ich mache gleich ein umfassendes Video zu diesem Thema. Wie muss man sich den Kreislauf und Haarausfall vorstellen? Es entsteht eine kreisrunde, scharf begrenzte, kahle Stelle am Kopf, die sich nach und nach vergrößert oder auch vermehren kann. Was können Ursachen sein? Erstens, es können psychische Belastungen sein, zum Beispiel eine Schocksituation oder Trauer, der Verlust eines geliebten Menschen, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes. Dies kann Menschen emotional aus dem Gleichgewicht bringen und Haarausfall auslösen. Erst wenn das psychische Problem bearbeitet und gelöst wird, kann sich der Körper entspannen und die kahle Stelle kann wieder zuwachsen. Zweitens, kreisrunder Haarausfall durch Vergiftung, zum Beispiel Schwermetallvergiftung wie Amalgam, Quecksilber, Palladium oder auch Medikamente. Drittens, kreisrunder Haarausfall bei ungesunder Ernährung. Eine ungesunde Ernährung, die auf Fertiggerichten, viel tierischem Eiweiß, Backwaren, Zucker, Auszugsmehlen basiert, kann die Heilung deutlich verzögern und sogar verschlimmern, da eine übersäuerte Ernährung sehr oft auch den Haarboden angreift. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es dir in der Infobox. Und was kann man jetzt dagegen tun? Kurz vorab, das Video wird etwas länger, da dieses Thema schon sehr komplex ist. Und es wird noch einen zweiten Teil geben, das sonst viel zu lang wird. Also, Nummer 1, Ernährungsumstellung. In den ersten 2 Wochen empfiehlt sich eine rein basische Ernährung. Das heißt, Obst, Gemüse, Mandeln, Kartoffeln, hochwertige Öle und Fette, Nüsse und danach ernähre dich 70-80% basisch und 20-30% säurehaltig. Achte zusätzlich auf eine vollwertige Proteinversorgung, da gerade ein Lysinmangel Haarausfall fördern kann. Lysin ist eine Aminosäure, die sich besonders vorteilhaft auf die Gesundheit der Haarwurzeln und auf das Haarwachstum auswirkt. Eine Möglichkeit, Lysin zu sich zu nehmen, ist das basische Lupinenprotein. Zweitens, Entsäuerung. Fast jede Krankheit entsteht durch Übersäuerung, sei es Rückenprobleme, Zellulite oder eben Haarausfall. Der Körper klaut sich die Mineralien aus dem Haarboden, um die Säuren zu neutralisieren. Gleichzeitig werden neutralisierte Säuren in Form von Schlacken in den Haarboden eingelagert. Und diese Schlacken verhindern, dass die Haarwurzeln mit den wichtigen Nährstoffen versorgt werden und die Haare fallen aus. Was tun? Innerliche Entsäuerung durch basische Kräutertees, Bitterstoffe, Mineralstoffe. Äußerliche Entsäuerung durch basische Bäder, basische Haar- und Kopfhautpflege. Nummer 3 sind Mineralstoffe. Um den Haarboden wieder zu remineralisieren, eignen sich Mineralstoffe, zum Beispiel aus der Sangokoralle oder organisches Silizium mit Mineralstoffen. Nummer 4, Silizium. Silizium ist ein extrem wichtiges Spurenelement. Dieser nimmt im Laufe des Lebens immer mehr ab, denn siliziumreiche Lebensmittel werden kaum noch gegessen. Gerade wenn man schon dazu neigt, Haare zu verlieren und man hat zusätzlich eine mangelhafte Siliziumversorgung, fallen die Haare noch stärker aus. Denn gerade Silizium ist das Mineral für gesundes und dichtes Haar. Studie 2007, Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Studienteilnehmer waren Frauen, die über dünnes Haar klagten. Die Probandinnen sollten über 6 Monate hinweg täglich einen großen Esslöffel Silizium einnehmen. Das Ergebnis war mehr Haarvolumen. Das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt bald. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig es mit einem Daumen hoch. Teile das Video, damit noch anderen geholfen wird. Und falls du noch nicht abonniert hast, kannst du unter dem Video abonnieren. Und wenn du gerne das Video in Textform haben möchtest, findest du unter dem Video einen Link, wo du nochmal nachlesen kannst. Bis zum nächsten Video. Alles Gute. Ciao.